So, liebe Leute, Station Nummer 14. Herzlich willkommen in Spa-Francorchamps. Herzlich willkommen in Belgien zu unserem nächsten Wochenende. Ja, nach dem letzten Wochenende in Ungarn, wo es dann nur für Platz 13 gereicht hat. Gut, wir sind von Platz 22 gestartet und haben dann 9 Autos geholt. Sicher uns den Fahrer des Tages gesichert. Leider keine Punkte, aber gut. In Belgien soll das jetzt wieder ein bisschen was anders werden. Und wir wollen natürlich hier den nächsten Schritt machen in Richtung Konstrukteurs-WM. Also was heißt Konstrukteurs-WM, sondern in Richtung eine gute Platzierung. Ich glaube, Platz 4 dürfte noch drin sein. So, wir haben natürlich jetzt eine kleine... Ach, wir haben noch ein bisschen was Zeit sogar, sehe ich gerade. Wir haben erst sehr spät das nächste Belgien-Gruppe. Also wir haben sehr viel Vorlauf. Dann können wir für die 4 Tage hier Teilnahme an einem E-Sports-Event machen. Das ist immer ganz gut. Und der nächste Grand Prix ist erst in knapp 4 Wochen. Das heißt am 27. August, der Großteil von Belgien. Klar, es ist die Pause nach Ungarn, die Sommerpause. Und da haben wir ein bisschen weit Vorlauf jetzt. Gehen wir mal rein auf jeden Fall. Das heißt, da sollte sich einiges noch holen. So, neue Teile drin. Das E-Sports-Event ist immer gut. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. Gut, dann gehen wir mal rein ins Presseinterview, damit wir da auch mal ein bisschen was haben. So, dauert jetzt wieder einen kleinen Moment, bis er hier irgendwie was sich zurechtgeladen hat. Es ist schön, wieder hier in Ihrem Hauptquartier zu sein. Und ich muss schon sagen, seit unserem letzten Besuch hat sich hier viel geändert. Jo. Also hier meine Fragen. Legen wir los. Das ist okay. Reden wir mal über Ihren neuen Sponsor. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit? Genau, wir hatten Platz auf dem Auto, den Sie wollten. Gibt es geplante Änderungen, damit Ihr Team aus dem Mittelfeld ausbrechen und um den Titel mitkämpfen kann? Ja, natürlich mehrere Änderungen drin. Finden Sie es besonders wichtig, Ihre Fahrer so gut auszubilden, wie es geht? Ja, für die Fahrer, genau, für die Autos, klar. Betrachten Sie die Zusammenarbeit mit Ihrem zweiten Fahrer als langfristig? Oder werden Sie sich, wenn es geht, nach jemand anderem umschauen? So, wenn er sich natürlich weiterentwickelt, wenn er natürlich Ergebnisse einfährt, ja. Kann man in Bezug auf Teamanordnung sagen, dass ihre eigene Karriere Vorrang hat? Nein, keine Teamanordnung. Also wenn er die besseren Ergebnisse hat, dann lasse ich ihn auch immer vor, gerne. Ich danke vielmals für das Gespräch. Es war wie immer eine Riesenfreude. Momentan sind einfach meine Ergebnisse besser als seine. So, würde ich gerade mal spontan sagen. Gut, dann haben wir das Presseinterview durch und ich glaube, dann haben wir noch ein bisschen was zu tun. Wie gesagt, Belgien ist der nächste Grand Prix an der Achterbahn. Eine der längsten Strecken überhaupt mit über 7 Kilometern ist die Strecke lang. 7,005 oder sowas ist das, glaube ich. So, dann geht es jetzt in die Saisonpause. Aha, dann gehen wir jetzt erstmal. So, da ist mal reingesprungen, rübergesprungen. Und dann gucken wir mal gerade in den Kalender, weil ich will mal kurz in Aktivitäten. Ich habe ja noch 1, 2 Dinge. Ah, wir können noch ein Reaktionstraining machen. Ah, das ist doch immer gut. Dann machen wir doch mal ein Reaktionstraining hier rein. Du hast im Moment keinen Rivalen. Irgendwann wird die Presse dich fragen, wen du als deinen Rivalen betrachtest. Überlege dir gut, wen du dir aussuchst. Denn du gewinnst nicht nur an Anerkennung, wenn du gewinnst, sondern wirst auch an Anerkennung einbüßen, wenn du verlierst. Ja, deswegen habe ich momentan auch keinen Rivalen ausgewählt. Ich glaube, die Frage, die kam kurz, nachdem ich Sebastian Vettel geschlagen habe, kam diese Frage auf. Aber ich sehe tatsächlich momentan keinen von den Jungs, die da sind, schlagbar. So, okay, dann gehen wir mal rein ins Rennwochenende. Auf geht's. Ich nehme die weichere Mischung. Nicht die reifere, sondern die weichere Reifenmischung. Und dann gucken wir mal, wie dieses Rennwochenende wird. Wir sind heute im Training 1 zu Gast hier in Spa-Francorchamps, direkt an der deutsch-belgischen Grenze. Ich glaube, das sind gefühlt irgendwie nur 30, 40 Kilometer bis rüber. Ich weiß, es ist damals von meiner alten Heimat, waren es 120 Kilometer und von da bis zur Grenze sind es dann auch irgendwie nur 50, 60 Kilometer. Also vielleicht auch 80 Kilometer, mehr ist es aber nicht. Also, wie gesagt, es ist nicht weit weg. Ich war leider bisher noch nicht da. Ich hätte damals Tickets haben können und hat sich das irgendwie dann doch zerschlagen und alles. Bisschen schade drum, weil ich es gerne gehabt hätte. So, wir gucken mal rein ins Rennwochenende. Und es bleibt trocken.
Und ja, ihr seht übrigens richtig, es sind 11 Runden im Rennen. Liegt aber auch daran, wie gesagt, dass die Strecke extrem lang ist. Im Original sind es 44 Runden. Wir fahren ja quasi diese Vierteldistanz, um halt im Let's Play nicht so ewig lang die Folgen zu ziehen. Die sind eh schon lang genug, gerade auf der Strecke jetzt hier. Aber Belgien möchte ich gerne wieder mal was mitnehmen. So, wir gucken mal rein in den F&D-Baum, was wir hier noch so haben. Und dann knallen wir hier eben kurz das Energierückgewinnungssystem hoch. Da sind wir ja schon ein bisschen dran. Weil unser Ziel ist es ja, wie gesagt, da endlich mal ein bisschen wegzukommen da hinten. Dass wir da ein bisschen was da vorne hüpfen können. Na, wir sind immer nur Letzter. Das ist halt das Problem. Aber wenn ich dann irgendwann mal das Auto ein bisschen weiterentwickelt habe. Gut, okay. Gehen wir rein ins erste freie Training. Ich glaube, die Teile müssten gut sein. Wir haben ja vor dem letzten Grand Prix ein bisschen ausgetauscht. Wir werden auch nochmal irgendwann im Laufe des Rennens, im Laufe der Karriere hier nochmal tauschen müssen. Ich weiß noch nicht. Ich hoffe nicht, dass es Singapur sein wird. Ich hoffe, dass es vielleicht ein Rennen später sein wird. Dann hätten wir Russland. Das wäre ein bisschen einfacher zu beholen als in Singapur. Aber muss ich einfach mal gucken, wie die Trainingseinheiten laufen. Die Trainingseinheiten in Singapur natürlich beschissen laufen. Dann werden wir da auch den Tausch machen müssen. Gut, okay. Das ist der kleine Teaser zu Belgien. So, da sind wir auf der Strecke kurz jetzt voll gesehen. We're going to be logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. So, ich kann das komplette Rennwochenende auf Drive fahren. Das ist immer gut. So, dann fahren wir mal auf die Strecke mit den Mediums. Okay, the track is green right now, so take a few laps to get the tires up to temperature. Try and feel your way around. Wir müssen ja wieder ein bisschen was liefern jetzt. Ungarn war eigentlich gar nicht mal so schlecht, die Strecke, aber wie gesagt, das ist halt eine Strecke, wo halt nicht schwer zu holen ist. Deswegen auch nur dieser 13. Platz. Ich glaube, auf vielen anderen Strecken hätten wir es tatsächlich geschafft, hier ein bisschen was aufzuholen. Aber wie gesagt, 9 Autos haben wir trotzdem überholen können. Wobei ich glaube, sehr viel Zeit verloren habe gegen Kimi. Ich glaube, sonst wären wir vielleicht sogar noch ein, zwei Plätze nach vorne gehüpft. So, kurz mal hier ausmachen, weil wir brauchen es nicht. Dann gibt es hier bald die Rouge, eine der natürlich der berühmtesten Streckenteile überhaupt im Rennkalender. Ja. Gab auch schon einige spektakuläre Unfälle da auf diesem Stück. Ich erinnere mich quasi damals an Magnussen, der mal im Renault ziemlich böse abgeflogen ist. 2016 war das. Der sich da sehr übel das Auto verloren hat. Max ist, glaube ich, in der letzten Saison da links eingeschlagen. Ja, es ist immer mal wieder. Ja, und natürlich der absolute negative Höhepunkt meines in den letzten Jahren ist in der Formel 2. Antoine Hubert, der dort an sein Leben verloren hat. Ja. Wo der andere Fahrer aber auch nichts dafür kann. Ich weiß gar nicht, wie der hieß. Der, wo der, wo ich jetzt gerade in den Nachrichten gelesen habe, dass der jetzt wieder fährt. So nach einer langen Zeit. Jo, okay, dann geht's jetzt hier wieder schon quasi zurück. Also viel gequatscht auf jeden Fall. Hier. Klar, die. So, dann gehen wir mal rauf auf Fett und überholen. Und dann geht es jetzt hier in die Bastard links, rechts, links. Und dann geht es zurück nach Hause. Also das ist zurück nach Hause. Da geht es einfach zurück auf die gezettelte Runde. So. Ja, leichte Kirche immer mal wieder drin. So, ein Mercedes ist auf jeden Fall schon mal rausgefahren. Das haben wir gerade noch kurz gesehen. Die Frage ist, ob es Hamilton ist oder ob es ja, wer haben die da? Bottas ist. Der führt momentan nämlich die. Der Mann hat auch deutlich gute Ergebnisse geholt. Ich glaube, im letzten Rennen ist Hamilton nur Elfter geworden. Während Bottas das die volle Punktzahl geholt hat. Und hier, glaube ich, mittlerweile schon über 100 Punkte Vorsprung hat. Also, wahrscheinlich wird es dieses Jahr ein Weltmeister Valtteri Bottas werden. Aber gucken. Ist ja noch ein bisschen was zu fahren. Wobei ich ja nicht schon letztes. Nee, letztes Jahr ist Hamilton geworden, genau. Ich glaube, ein Punkt oder zwei Punkte waren es. Aber dieses Jahr ist der Finne wahrscheinlich dran. So, dann
geht's hier schön jetzt durch. Ich hoffe, dass wir eine gute Zeit holen, dass wir ein bisschen was mitnehmen heute. Oder diese Woche. Wir haben ja schon zwei, wir haben jetzt wieder zwei Nullnummern hintereinander, ne? Großbritannien Platz 1, Platz 20 nur nach dem Abflug, klar. Und jetzt hier in Ungarn letzte Woche nur Rang 13 nach dem Komponentenwechsel mit der Gridstrafe. Aber hier wird es deutlich ein bisschen einfacher zum Werden zu holen, weil hier gibt es einige gerade, lange gerade Strecken. Und wenn wir die Pace auf die Strecke bringen, die wir aus Ungarn mitgenommen haben, bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir dann auch ein bisschen was mitnehmen. Aber wie gesagt, mal gucken, wie dieses Wochenende lief. Wir schauen uns mal das freie Training an oder die freien Trainings an. Die werden wir uns heute natürlich ein bisschen angucken. Wie immer, bei mir freitags. Wenn ihr mal vor, wenn die Formel 1 hat, einen Start machen wir natürlich mit den drei freien Trainings. Morgen 14 Uhr das Qualifying. So, Bestzeit 1:47.9. Nochmal, also. Morgen 14 Uhr das Qualifying und am Sonntag um 14 Uhr das Rennen. Und abends hoffentlich, wenn alles soweit klappt. We're low on fuel. Box in the next two laps, please. Dann abends um 20 Uhr auf unserem Liga-Kanal Maximum Speed Formula One League. Das ist unsere Sonntagsliga. Dann um 20 Uhr der kommentierte Livestream zum großen Preis der USA, der jetzt um Wochenende anstehen wird. Japan letzte Woche, ja, da ist mir das Internet einfach weg abgekackt. Da war immer kurz komplett alles weg und da war es halt mit dem Stream nach dem ersten Qualifying aus Japan. Gut, ich hätte nochmal reinjoinen können, hat er gesagt, okay, nimmst du die 5 Plätze. Hoffst du, dass du irgendwie auf Platz 10 kommst und vielleicht auch ein Pünktchen mitnimmst. Wir haben ja in der Sonntagsliga ein alternatives Punktesystem. There's only one lap of fuel remaining. Und hoffen, dass wir da irgendwie was mitnehmen können, aber naja, wie immer sagt. Ja, und was ihr Bock habt, ich in der Sonntagsliga, da habe ich Sonntagszeit abends. Gerne könnt ihr euch da mitmachen. Ich sage euch kurz die Eckdaten. Starten werden wir, wenn wir 16 Fahrer und mehr sind, also 16, 17 bis 20 hoch, starten wir um 19.30 Uhr mit dem vollen Qualifying, weil das einfach so. When driving with the pit assist disabled, you'll need to be mindful of your speed when entering the pit lane. If you hit the limiter line too fast, you'll pick up a penalty. Watch the on-screen prompts that show your target speed and distance to the limiter line. Dankeschön. Also, starten wir mit dem. So, ich nehme die Runde natürlich gerne mit. So, die Bestzeit nehmen wir mit 46. Ja, 6. Also nochmal, kurz die Eckdaten. Also starten werden wir, wenn wir 16 Fahrer und mehr sind, bis 20 hoch. Dann starten wir um 19.30 Uhr mit dem vollen Qualifying, 50% Rennen. Wir werden das zum Beispiel 22 Runden. Der nächste Grand Prix ist ja, wie gesagt, der größte Preis der USA. Ich werde nicht auf der Strecke sein, sondern in der Kommentatorenbox, weil in den USA ist so eine Strecke, die verfolgt mich irgendwie. Keine Ahnung, die mag mich nicht. Da sind echt passieren irgendwie die komischsten Dinge. Deswegen dachte ich mir, ja, dann nimmst du dir mal mit als Kommentatoren-Dings, wie ich das in Singapur und ich auch in Baku gemacht habe, holst du die 15 Punkte. Weil jeder Fahrer darf ja drei Rennen sich aussuchen vor der Saison, die er gerne kommentieren möchte. Strecken, die man nicht so mag. Und dann gibt es halt 15 Punkte, weil man ja quasi auf sein Rennen verzichtet. So, genau, das ist das Nächste. Und ansonsten, wenn wir wirklich 15 Fahrer und weniger sind, 15, 14, 13 und weniger halt, klar, die Punkte sind safe, aber dann gibt es halt das kurze Qualifying und dann starten wir um 20 Uhr. Anmelden könnt ihr euch unter msfl.ch/contact/. Da findet ihr eure Webseite, beziehungsweise das ist direkt der Link zu der zum Anmeldeformular, da könnt ihr euch anmelden. Alle der Admins, das sind 3 Stück insgesamt, meldet sich dann mit dem Testrennen, weil wir nicht auch jeden aufnehmen, sondern wir gucken erstmal, passt das überhaupt menschlich, passt das überhaupt fahrerisch, weil wir wirklich noch mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Und ich kenne das persönlich aus dem Ausliegen, wo wir da einfach Leute reingeholt haben, die dann einfach alle weggecrasht haben. Da war kein Bock drüber, das stellen wir auch niemandem. Aber wir gucken einfach mal, ob alles soweit in Ordnung ist. Und dann, ja. Und dann seid ihr wahrscheinlich, hoffentlich schon bald dabei. Ob das die Woche klappt, weiß ich noch nicht. Aber spätestens dann nächstes Rennen dann in Mexiko, was danach kommt. Könnte das dann funktionieren. Muss halt ein bisschen auch an Zeit der Admins und alles drum und dran. Und ja, das wollte ich heute nur anmerken. Und jo. Ja, während jetzt gleich mein Sprit hier ausgeht, fahre ich plötzlich zurück. Wir sind nämlich gleich durch mit dem ersten Qualifying. Wie gesagt, würde mich freuen, wenn vielleicht der ein oder andere hier bei mir und bei uns in der Liga landet. Ich habe das tatsächlich schon gehabt. Ich habe einen meiner Abonnenten, ja, einer meiner treuesten Abonnenten, der Supramados. Der damals viermal Formel 1 kommentiert und geguckt hat und alles drum und dran.
lieben Gruß, falls du die Folge guckst, der tatsächlich dann irgendwann haben wir dann tatsächlich auch privat zu tun gehabt. Mittlerweile ist er ein Dienstagsjäger, mein Teamkollege. Ein guter Kumpel von mir, hängt natürlich auch mit dem GTA mit drin, in seinem Aufnahmeteam. Und ich kenne ihn auch mittlerweile persönlich. Also es kann auch teilweise sehr geschenkt gehen, dass es über die Abonnenten geht. Dass man sich immer mal vielleicht auf der Strecke oder irgendwann mal irgendwo kennenlernt. So, ich gucke jetzt gerade, dass hier ein Auto auf der Strecke ist. Und es dürfte ein Renault sein. Die Frage ist, welcher von den beiden. Ich mache mich mal ganz zu links. So, Aston Martin Cotton ist es. Jo, wie gesagt, das war einfach dazu. Und ja, mal schauen, ob es dann funktioniert. Also, momentan der Bestzeit haben wir 46,6. Ich gucke mal gerade, wer die zweitbeste Zeit hat. Also, es ist Lewis Hamilton, aber welche Zeit? Fahrer hinter mir. There's static over the radio. Say again. Fahrer hinter mir. Hamilton behind. Their best lap time is a 1:48.8. Okay, 2,2 Sekunden sind das momentan, aber er fährt auf hart. Box this lap, please. Box this lap. So, viel Gequatsche auf jeden Fall hier bei mir. Das wird, kann sein, dass es nächste Woche ein bisschen anders aussieht oder übernächste Woche. Ich habe immer in den nächsten zwei Wochen eine Zahn-OP. Genau wissen tue ich es noch nicht. Und dann kann das passieren, dass ich da ein bisschen weniger quatsche. Ich hoffe, dass ich dann auch die Zeit habe, noch ein bisschen vorzuproduzieren. Ansonsten kann es sein, dass wieder das ein oder andere Mal ein bisschen Zeugs ausfällt. Also Formel 1 hoffe ich, dass es weiterläuft. Aber es kann auch sein, dass das ein oder andere Projekt sage, schaffe ich einfach meine Zeit her nicht. Gerade weil es auch immer in Richtung jetzt wieder Richtung Fahrschule geht, Richtung Prüfung. Ich mache ja, für die Leute, die mich kennen, die wissen ja, dass ich meinen Busführerschein momentan mache. Und wenn ich da meine Prüfung habe, und irgendwann meine Fahrstunden habe und alles, dann kann ich auch nicht immer den ganzen Content machen. Ich lebe noch ein bisschen von der Pause. Wir hatten ja 3 Monate Corona-Pause. Da konnte ich halt viel vorproduzieren und das ist halt dann ein bisschen einfacher. Wenn ich jetzt wieder voll durchstarte, könnte das ein bisschen schwierig werden. Ich versuche es natürlich zu halten, aber ich kann es halt nicht versprechen. Das würde dann Assassin's Creed betreffen und wahrscheinlich auch FIFA betreffen. Ich denke, Formel 1, GTA dürfte jetzt nicht groß beeinträchtigt werden, da haben wir genug noch Folgen. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht. Und dann geht es ja auch immer bei mit der Seto Corsa los, jetzt irgendwann in der übernächsten Woche, glaube ich. Weil nächste Woche ist er dann durch. Ja, genau, nächste Woche ist dann durch. Und übernächste Woche ist dann mit der Seto Corsa weiter. Also ich musste dann ist es auch da wieder ein bisschen mehr aufnehmen. Ich habe ja Ewigkeiten Grid jetzt, glaube ich, 2 Monate oder so Pause gehabt, da, weil ich ja Grid schon durchgezogen habe, relativ zügig. Gut. Dann haben wir Formel 1 soweit zumindest für jetzt durch. Das erste freie Training ist durch. 1,5 Sekündchen sind tatsächlich. 48,1, also hat er so eine Zeit nochmal extrem verbessert. Bottas auf Medium eine Sekunde hinter uns. Das war jetzt die Zeit im zweiten Sektor, aber da im ersten und im dritten Sektor haben wir die Zeiten geholt. Jetzt hat Leclerc nochmal Bestzeit geholt. Also die sind alle um knappe Sekunde dran. Gut, den Vorsprung nehme ich gerne mit. Das fürs Rennen ist das super. Wenn wir hier mal wieder was rausnehmen. Es geht ja um Pole Nummer 7. 6 haben wir ja in dieser Saison. Letzte Woche hatten wir in Ungarn die Pole gehabt. Aber die wurde uns ja aberkannt wegen den Bauteilen. Und das ist auch vollkommen zurecht. Wir haben Fehler gemacht. Was heißt Fehler gemacht? Wir mussten ja die Teile einbauen. Gut, Rang 18 sind wir wieder. Die Session ist abgeschlossen, also sehen wir uns unsere Top 3 noch einmal an. Richards, Bottas und Charles Leclerc. Leider müssen wir uns schon verabschieden, das freie Training ist vorbei, aber wir werden in Kürze mit mehr Formel 1 Action für Sie zurück sein. Ja, das ist also einfach ganz kurz dazu. Und dann geht es weiter mit Training Nummer 2 in Spa-Francorchamps in Belgien. Nächste Woche sind wir in Italien dran und danach geht es dann nach Singapur. Also jetzt haben wir noch 2 Europarennen und dann geht es Richtung Asien. Sprich Singapur, Russland, Japan, das sind die nächste Station. Und dann geht es weiter USA, Mexiko, Brasilien, Abu Dhabi. Das sind so die nächsten. Und dann geht es dann auf jeden Fall weiter mit der Saison 3. Und die Frage ist, ob wir da nochmal ein neues Team uns erstellen oder unser Team mal ein bisschen verändern und alles drum und dran oder ob wir dann so als Born GP bleiben. Ich gehe mal davon aus, dass wir ein neues Team quasi nochmal nehmen werden. Es passiert immer mal wieder, dass alte Teams gekauft werden und alles drum und dran. Das ist ja bei Born auch passiert 2009. Die sind ja dann im nächsten Jahr auch aufgekauft worden. Ja. Gut. Gut, gehen wir rein, Training 2. Also ab 2010 sind sie aufgekauft worden.
Und ich glaube, das nächste ist Mercedes geworden, wenn ich es richtig im Kopf habe. So, da back on track, also zurück an der Strecke. So, Autoeinstellung. Das Setup funktioniert schon mal. Also hier in Belgien. Ich hoffe, dass es, wie gesagt, es wird ja auch trocken. Das ist das immer das Schöne. Ja, ich nehme mal mein Setup und dann geht's wieder auf die Strecke. Let's get a few laps under our belt. Boah, ich glaube, dass wir diesmal nicht so ewig lange machen. Wir haben ja diesmal 4 Runden gefahren und dann ist das letzte Runde ja später ausgegangen. Ich denke mal, dass wir das diesmal nicht machen. Aber wie gesagt, die Strecke ist ja ein bisschen mal länger. Wir fahren jetzt so schrecklich. Ich versuche immer so Richtung 20 Minuten zu gehen, dass dann 10 Minuten pro Training plus halt. Dass wir dann halt ungefähr eine halbe bis. Ja, meistens so 40 Minuten, 44 Minuten, damit ein bisschen länger. Die Folge wird auf jeden Fall ein bisschen länger werden, weil wir die Interviews noch vorher hatten und auch viel gequatscht haben vorher. So, ich nehme mal das komplette. Nehme mal Sprit und alles raus. Ja, mein Ziel ist es halt, wie gesagt, wenn wir das jetzt halten sollen auf dies, den Sprit, können wir sogar auf Medien versuchen zu starten und am Ende noch ein bisschen was rauszuholen. Aber muss ich halt gucken. Deswegen ist die Trainings jetzt wichtig. Ich fahre jetzt hier auf Medium, probiere jetzt hier nochmal und hoffe, dass vielleicht die eine oder andere Konkurrentin auf Soft geht. Und vielleicht dann ungefähr wir wissen, wie es dann am Ende aussieht. Damit ich weiß, wie der Abstand. Wie groß der Abstand ist, dann war es sich auch lohnt, dann morgen im Qualifying mit einem Medium-Satz, mit einem bewusst schlechteren Satz zu fahren und vielleicht dann am Ende mal einen kleinen Vorteil zu haben. Aber wie gesagt, schauen wir einfach mal. So, dann geht es hier schön jetzt Richtung die Ecke hier. Also, Vegas ist eine meiner, ja, eigentlich ist es eine meiner Lieblingsstrecken. Ich mag sie eigentlich total. Wie eigentlich auch Ungarn oder. Ja, Ungarn haben wir gemerkt, da habe ich richtig Spaß dran gehabt an der Strecke. Es war halt viel. Im Holmanöver 9 Autos konnten wir kassieren. Gut, eine Auswahl von Vettel, dazu der Unfall mit Kwiat. Gut, dazu haben wir die beiden Kimi, der uns Ewigkeiten aufgehalten hat. Ach, scheiße, ich habe das Zeit vergessen hochzudrehen. Ja, das hat ein bisschen was geholfen, natürlich. Klar, das sind die beiden Unfälle, sonst wären es 7 Autos gewesen. Aber trotzdem, wäre ein schönes Rennen. Also, klar, bitter natürlich, dass wir keine Punkte machen. Da kommen wir 22 auf der Strecke. War eh kaum möglich. So, also, erste Bestzeit am ersten. Ernsthaft, es regnet? Habe ich das gerade richtig gesehen, dass der gerade getroffen? Ja, tatsächlich. Es fängt an zu regnen leicht. Und das ist natürlich jetzt blöd, weil jetzt unsere Zeit natürlich runtergehen. Also müssen wir jetzt versuchen, tatsächlich eine schnelle Runde die Runde zu Ende zu fahren. Es wird keine 3-4 Runden geben, weil vom Wetter her bringt es das einfach nichts. Okay, dann machen wir halt ein bisschen was kürzer. Klar, wer jetzt natürlich jetzt den Vorteil hat, ist jetzt die Trockenreifen anzufahren. Jetzt eine Runde zu fahren, jetzt das trockene Stück Strecke zu finden, der hat natürlich den Vorteil, dass wir hier nochmal eine Bestzeit setzen können und vielleicht sogar noch was überraschen können. Gut, damit ist das Training eigentlich tatsächlich nichts wert. Ah, das ist natürlich ärgerlich. Es hätte ein bisschen Aufschluss geben können über das, was wir fahren. Strategie. Also kann ich quasi keine Strategie mehr fahren, weil wir im nächsten freien Training nur 2 Softreifen haben. Ja, und genau das ist es halt. Es ist halt nass, es regnet. Da ist mir genau in dem Moment das Heck gekommen. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass wir hier nicht nochmal abfliegen. Jetzt Richtung Bus-Stop und dann müssen wir hoffen, dass wir die Runde genau treffen. That was a heck of an impact. Let me know you're okay. Genau das ist es halt. Ich muss die Rückblenden setzen, damit ich die Runde zu Ende fahren kann. Ich will die ja zu Ende fahren. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen was Gas wegnehmen. In den Ecken. Und jetzt geht's zurück hier auf die Strecke. Aber die Runde kann sie eh knicken. Der ist es deaktiviert. Das heißt,
Die Runde geht nur nach Hause. Als 53-4. Ja, das ist schon quasi das Ende. Das nächste Auto hinter uns wird wahrscheinlich schon auf Inters auf die Strecke gehen. Und damit haben wir tatsächlich, wenn es jetzt sich dramatisch verändert, das Training sogar gewonnen. Ich weiß nicht, ob es komplett durchregnet. Wenn es komplett durchregnet, dann haben wir es hier gewonnen. We have 2 laps of fuel remaining. Fahrer hinter uns. Say that again, we're having trouble receiving. Gucken wir mal, was das Auto hinter uns jetzt auf der Strecke hat. Das ist voll auf. Frage auf Medium, ist für Fintast, ist das jetzt richtig? Ja klar, wir müssen jetzt echt aufpassen, wenn wir das Auto nach Hause fahren. Fahrer vor mir. You're leading the pack, P1. Ja klar, wir müssen jetzt echt aufpassen, ey. Es ist irre gerade. Was gerade nicht viel besser. Los, Hamilton, auf Inters, okay. Fahrer hinter mir. Didn't catch that. Say again. Fahrer hinter mir. Hamilton is behind you. Their best lap time is a 1 minute 58.1. Ja, wenn es nicht mehr trocken wird, haben wir es gewonnen, weil Hamilton ist Zweiter momentan mit über 5,5 Sekunden Rückstand. Gut, die Runde wäre nochmal besser gewesen, aber müsste ich jetzt gerade mit den Mediums vollkommen aufpassen. Wir sind jetzt schon mal als 44, wir sind gerade im zweiten Sektor. Aber klar, schöne Runde ist hier nicht zu fahren. Ja, ja, ja. Ich weiß, Jeff, ich weiß. So, Mick auf 3 jetzt. So. Gut, das ist jetzt egal, der Flügel, das ist jetzt natürlich ein bisschen Schaden, aber Ricciardo auf 3, aber die fahren jetzt wie gesagt alle auf Inter. Und damit haben wir das Training eigentlich auch schon durch. Gut, wie gesagt, das bringen wir jetzt gerade uns durch die Zeit, die 3. Ja, alles gut, passt schon. So, ich denke, die trocken wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr. Ich gucke mal auf die. Jetzt durchregnet, egal. Jetzt stark kriegen, ja, jetzt ist durch. Gut, dann haben wir das zweite Freitraining eigentlich ohne quasi Fragen, Antworten bezüglich der Strategie gewonnen. Das heißt, es wird halt doch mal trocken, richtig. Aber da momentan auf Fullwet ist unterwegs ist, wird es wahrscheinlich nicht noch mal trocken werden. Ne, es bleibt dabei. Ja, wir haben gewonnen vor Lewis Hamilton und Daniel Ricciardo. Wir haben tatsächlich als einziger eine trockene Runde hingekriegt. Trockene Runde, ja. Es fängt nämlich genau im Laufe der schnellen Runde an zu regnen. Und da jetzt alle Fahrzeuge die Ziellinie überquert haben, schauen wir jetzt noch einmal die 3 Bestplatzierten. Oh, Mick. Richards, Hamilton und Daniel Ricciardo. Das war's. Das Training ist offiziell beendet. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Glück gehabt, aber wirklich Glück gehabt. Latifi auf 12 auf Inters, okay. Ja, es ist halt einfach tatsächlich absolut nichts sagen, die Runden. Quir hat sogar gar keine Runde gefahren, weil wir als Einziger wirklich auf Medium gefahren sind. Wie es eigentlich auch geplant war. Es war nur ein Auto auf
Hinter und alles andere auf Fullwet, die Runden. Also Latifi hat es tatsächlich auf Inters doch geschafft am Anfang. Und der Rest alles auf Fullwet. Und ja, Mick ist die große Überraschung auf Platz 8. Giovinazzi auf 7. Stroll auf 4, okay. Bottas nur auf 10. Vettel auf 14. Lewis Hamilton ist Zweiter, okay. Ja. Ihr seht ja die Ergebnisse. Gut. Ja, dann haben wir ein bisschen weniger Fahrbetrieb gehabt, als ich mir eigentlich so ein bisschen ausgedacht habe. Aber das ist dann einfach mal so. Das Wetter hat mir jetzt tatsächlich so ein bisschen nicht richtig die Richtung gemacht, obwohl ich dann gedacht habe, okay, das bleibt so komplett trocken, aber das ist dann im Moment auch egal. Wir haben es tatsächlich noch hingekriegt, wir haben eine Runde gefahren. Ein toller Tag. Wie denken Sie darüber? Was würden Sie sagen, wer ist zurzeit Ihr größter Rivale? Keiner momentan. Leclerc, sage ich. Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Ja, das lässt sich wieder gerade biegen. Das hat aber damit zu tun gehabt, dass es nass war. Nur Trockenreifen unterwegs war. Danke für den Kommentar. Ich sag jetzt einfach mal Leclerc als Dings. Weil die Ferrari sind so das einzige Team, was ich theoretisch von den Schlag kann. Ich glaube, die Mercedes sind auf Dauer nicht schlagbar. Und Bottas vor allen Dingen nicht. Der, wie der momentan echt fährt. Puh. Na gut. Dann haben wir das soweit auch erstmal durch. Dann gehen wir gleich ins dritte freie Training und dann sind wir heute auch durch. So. Gut, dann geht's gleich weiter mit Training Nummer 3. Jetzt sofort weiter geht's mit Training Nummer 3. So, genau, Setup brauche ich. Brauche ich jetzt da nicht. Habe ich ja drin. Dann fahren wir raus auf Soft. So, erstens beiden Trainings haben wir schon mal gewonnen, aber wichtig ist eigentlich tatsächlich erst wirklich morgen. Natürlich wirft mich das jetzt gerade so ein bisschen meine Strategiegedanken rum, also werden wir auf Soft starten, nicht das Wetter. Ist es aber keine Mediums mehr haben oder zur Verfügung haben, dürfen wir halt bis weit die Softreifen nehmen. Aber ich werde es ganz anders machen. Ich werde tatsächlich, wenn es möglich ist, Medium nehmen. Bin ja erst ein Satz. Wir haben keine, ne? Ach Mann! Nee, alles gut, wir müssen auf Soft auf das Ding warten. Ich sei denn, wir starten hinter Platz 10. Aber gut, das will ich jetzt nicht riskieren. Ich will meine siebte Pole in dieser Saison. Oder überhaupt in meiner Karriere hier. Ja, jetzt wird's wieder ein bisschen trockener und hoffentlich trockener. Also es war jetzt tatsächlich sehr überraschend, dass wir nur diese eine Runde fahren konnten. Aber so ist das halt manchmal, ne? Man muss halt auch mal diesmal mit der WDD gepasst, einfach direkt raus, zack, Glück gehabt. Und dann konnte man die Runde fahren. Also wie gesagt, eigentlich ist es nichts wert, das zweite freie Training, weil es halt leider trocken war. Ja, aber es hat leider dann immer noch viel zu regnen. Ich hätte gerne die Vergleiche gehabt mit den Softreifen von den anderen Teams. Und dann hätte ich gewusst, wie es aussieht. Aber ist halt so. Also, wir haben nun Rivalen jetzt verkündet. Das ist nämlich Charles Leclerc. Und ich hoffe, dass wir den auch diesmal, genauso wie Sebastian Vettel, packen können. Mal gucken, wie es in der nächsten Saison aussieht mit dem neuen Teamkollegen. Nee. So, schon mal alles hochstellen, damit wir direkt mit der vollen Power in die in so erste gezeiterte Runde reingehen können. 27 Minuten haben wir noch, also gut 2 Minuten dauert es ja, bis es heute raus die Runde durch ist. Aber die Strecke ist halt auch 7 Kilometer lang, ne? Das ist, glaube ich, sogar die längste überhaupt. So. Puh.
Das darf nicht passieren. Genau, das meine ich. Rouge, und ich sag ja. Damage to your wing. Damage to your wing. Suggest we box to change it. Und das ist halt Rouge, ne? Na, das nicht einmal irgendwie dich verziehen und dann war's das. So, jetzt sag mal. Da darfst du das Lenkrad nicht verziehen. Da musst du wirklich, wenn du Power mit Vollgas durchfährst, das Auto gerade, ziemlich gerade halten. Schockmoment. Ja, ich weiß, ich jetzt zurück bin, nein, aber bewusst halt, damit ich die Runde nach Hause fahren kann. Und es geht ja endlich auch wieder los, oder es ging ja jetzt los. Ging los. Ich weiß es jetzt gerade nicht, wann wie die Startzeiten sind. Aber endlich wieder Formel 1. Testfahrten aus Bahrain. Die ersten Autos sind auf der Strecke. Ich weiß nicht, ob sie jetzt schon auf der Strecke sind oder auf der Strecke sein werden. Wie auch immer. Aber mit diesem Let's Play, geht es auch in der realen Formel 1 endlich wieder los. Es ist Wochenende und in zwei Wochen ist ja da dann der Auftakt in die neue Saison. Australien ist ja erstmal verschoben und Bahrain ist ja dann der Auftakt am 28., 29., glaube ich. Oder 26. Heute ist der 12. Ja, dann ist es der 26. März und dann geht es ja wieder eigentlich los. So, jetzt geht es hier gleich in Richtung Busstop zurück. Auch hier muss man ein bisschen aufpassen. Ja, auch hier kann auch durchaus mal. Ja. Auch hier kann er durchaus mal man gerne abfliegen. 46-1 ist besser als die Runde, die wir mir im ersten freien Training hatten. Da war es, glaube ich, 46-9. Aber wie gesagt, auf Form of Medium. Jetzt nochmal sind wir durchgekommen. There's only one lap of fuel remaining. Man muss halt völlig aufpassen dort. In the next two laps, please. Ja, ein bisschen haben wir mitgenommen jetzt gerade. Box this lap, please. Box this lap. Besser Sektor 2, das wird doch mal eine Bestzeit werden. Das wird eine 45,8, vielleicht eine 45,7, wenn wir ein bisschen Glück haben. Aber dazu müssen wir auch 45,6, ich weiß es halt nicht. Nein, 45,6, ja. Wenn man eine gute halbe Sekunde nachgelegt. So, da ist jetzt der Haas mit rausgehüpft. Aber wo Haas und hüpfen. Das Auto, was ich am Dienstag dann wieder fahren werde. Oder auch jetzt, also. Heute ist ja für mich Dienstag, heute geht es ja für mich heute Abend in Baku weiter. Nächste Woche dann nach Kanada. Kanada, meine absolute Lieblingsstrecke. Ich liebe diese Strecke. Oh, da muss ich doch. Da bin ich ein bisschen sehr weit rausgekommen. Ich fahre jetzt bewusst jetzt mal wieder runter. Nimm mal ein bisschen den Sprit raus. Deswegen. Damit wir nicht in der nächsten Runde gleich wieder ohne Sprit dastehen. Weil der blinkt sich schon ein zurecht nach dem Motto: Dein Tank ist leider leer. Also, momentan führen wir vor allem Alex Albon und King. Ja, ich hätte gerne mehr tatsächlich für das ist ja Brown Release auf jeden Fall
ein britisches Team. So, Kwiat ist jetzt Zweiter. Der letzte Saison habe ich hier in dem Rennen Zweiter gewonnen. Dritter sind wir hier nicht gewonnen. Vettel hat das Ding ja gewonnen. Danach, MFD. We monitor carcass temperature and surface temperature, and you'll get the best performance when they're both inside a normal operating window. Surface temps tend to fluctuate faster, so try a few laps with the data open and get a feel for how to control them. So, okay, wie dem auch sei, wir sind durch mit dem Training. Heute, dieser Freitag, war auch sehr lang. Ja. Und das ist halt Remember, Regen. We have a number of practice programs to run. It'll be very beneficial for the team if we do these. This is the only session remaining to do them, so let's get on that pronto. Lewis Hamilton auf 7. Die Frage ist, was macht sie auf 8 jetzt? Die Frage, was macht Bottas? Der hat auch noch keine Runde gefahren, ne? Vielleicht auch nicht fertig auf Medium. Da ist er nämlich irgendwo gewesen gerade. Ich guck gerade mal rein. Auf Hard fährt der auf 11, okay. Ich würde jetzt, wenn die Medium testen, jetzt auf 10. Und damit gewinnen wir tatsächlich das freie Training, so wie es aussieht, vor Kwiat und Albon. Ja, Belgien hat eigentlich durchaus mal eine Überraschung bereit. Und das ist Daniel Kwiat momentan. Der, wie gesagt, letztes Mal Zweiter, glaube ich, geworden ist, nach dem Vettel, das Rennen gewonnen hat. Durch das Safety Car nämlich. Da kam nicht das Safety Car raus. Und der konnte nämlich die Strategie umbauen. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Richards, Kwiat und Alexander Albon. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. So, Kwiat ist ja jetzt Testfahrer. Ich kriege jetzt aber gerade nicht aus dem Kopf, wo der gelandet ist. Bei welchem Team. Mercedes, glaube ich, war es nicht. Aber kann auch sein, dass er bei Mercedes gelandet ist. Ich weiß es halt nicht. Wie gesagt. Ne, Mercedes war es nicht. Da wird nämlich Hülkenberg gerade ein bisschen gehypt. Aber kann auch sein, dass es Red Bull. Ich weiß es halt. Ich weiß es jetzt gerade echt nicht auswendig. Müsste ich jetzt tatsächlich nachgucken. Aber gut, okay. Dann sind wir durch, wie gesagt, beim freien Training. Der Freitag ist absolviert. Wir haben dreimal Platz 1 geholt. Das kann natürlich auch gerne so weitergehen. Aber wie gesagt, das schauen wir einfach dann uns morgen an. Wenn es trocken bleibt und wir eine vernünftige Runde hinbekommen, dann könnte es durchaus passieren. Oh, oder wir haben wieder so ein Wetter wie im zweiten freien Training, wo es dann kurz danach anfängt zu pissen und wir treffen eine einzige trockene Runde. Dann könnte das natürlich auch bedeuten, dass wir eine Pole holen, die uns quasi geschenkt wird. Weil das zweite freie Training ist uns nämlich geschenkt worden mit ein bisschen Glück. So, okay. Dann müssen wir tatsächlich auf Soft fahren. Das ist halt das Problem. Ich hätte es gerne ein bisschen anders gehabt. Gut, kurzes Qualifying sind 18 Minuten, die uns dann anstehen, aber nicht heute mehr, sondern morgen. Wie immer. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns dann wieder. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und dann mit dabei seid, wenn es hier in Belgien um die wichtigen Positionen geht. Wo werden wir landen? Können wir Pole Nummer 7 in dieser Saison holen? Das wäre unsere zweite hintereinander. Den Hattrick haben wir bisher noch nicht geschafft. Weil wir haben in Baku, Niederlande zum Beispiel die Poles geholt. Und im dritten Rennen danach wurde sie ja quasi weggenommen. Gut, okay, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also morgen um 14 Uhr mit dem kurzen Qualifying hier aus Belgien. Bis dahin und tschüss.